Diesem Typen kann man gar nicht genug Hindernisse in den Weg legen. Dimitris Kyrsanidis, genannt DK, ist Griechenlands bekanntester Freerunner. Seit 10 Jahren springt, rollt und hüpft der 22-Jährige über alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er kombiniert Elemente aus Breakdance, Kampfkunst und Artistik. Freerunning ist für ihn und seine Freunde nicht nur ein Sport, es ist eine Lebenseinstellung. Wir lernen beim Freerunning, Hindernisse zu überwinden. Und die gibt es im städtischen Raum genauso wie in der Natur. Dadurch lernen wir auch, Hindernisse in unserem Leben zu nehmen. Und deshalb denke ich, dass das Freerunning sehr hilft. Mir hat das jedenfalls sehr geholfen. Dimitris Kyrsanidis arbeitet 6 Stunden täglich an neuen Moves. Am liebsten gemeinsam mit Freunden aus der Freerunner-Szene in seiner Heimatstadt Thessaloniki. Die jungen Männer unterstützen sich gegenseitig, feilen an ihren Bewegungen und geben sich Tipps. Eine Sache hat mir das Freerunning beigebracht. Man ist besser als gestern und schlechter als morgen. Es gibt also jeden Tag eine Weiterentwicklung, bei der du auf das Gestern blickst und siehst, heute bist du besser. Der 22-Jährige kann inzwischen von seinem Sport leben. Er nimmt ständig an Wettbewerben teil, wie hier 2017 bei der Jump-Off Championship der World Freerunning and Parkour Federation in Las Vegas. '14 und '15 gewann er den Freerunner-Wettbewerb auf der griechischen Insel Santorin. Das katapultierte ihn in die Weltelite. Seitdem ist Red Bull sein Sponsor. Auf Instagram hat DK bereits 107.000 Follower. Auf Facebook folgen ihm über 54.000 User. Du musst schon etwas drauf haben, damit du die Aufmerksamkeit anderer auf dich ziehst und du ein Produkt promoten darfst. Um das zu können, muss man viele Stunden vor dem Spiegel üben, in denen man das Reden probt. Zahlreiche Stunden Training im Freien, damit man auch in anderen Bereichen ankommt. DK ist in Griechenland ein engagierter Pionier des Sports. Gemeinsam mit dem Bürgermeister sorgte er dafür, dass Thessaloniki 2012 Griechenlands ersten Parkour- und Freerunning-Park bekam. Dort perfektioniert DK heute seinen aktuellen Move, den Wall-Trick mit Mehrfachdrehung. Meine Freunde sind ein sehr wichtiger Faktor bei dem, was ich tue. Wenn sie nicht wären, könnte ich meine Videos nicht drehen. Ich könnte nicht mit so viel Freude trainieren, weil es nicht so lustig, nicht so schön wäre. Besonders wenn DK an einer Touristenattraktion wie zum Beispiel der byzantinischen Stadtmauer performt, zieht er alle Blicke auf sich. DK weiß, dass er seinen Sport nicht unbegrenzt ausüben kann. Für die Zeit danach hat er schon einen Plan B. Wenn einmal der Zeitpunkt da sein sollte, an dem ich nicht mehr den Sport ausüben kann, den ich so liebe, das Freerunning also, dann möchte ich entweder Trainer in meiner Disziplin werden oder ein Fitnessstudio in Thessaloniki eröffnen, weil es die Stadt ist, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Erstmal will DK aber noch höhere Hürden überspringen, um sich von Thessaloniki aus an der Weltspitze der Freerunning-Szene fest zu etablieren.